Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten mittelalterlichen Klopperei in dem Spiel Chivalry 2 und wir starten gleich mit Escape from Fallmire. Escape from Fallmire. So, dann lasst uns doch mal aussuchen, womit wir starten wollen. Wär's mit dem Heilandschwert? So für einen Anfang. Mal kurz in die richtige Sitzposition gehen. Ihr kennt das. Aufpassen, dass das Headset-Kabel nicht schon wieder unter die Räder kommt. Masons, defend the prisoner corps. Wo sind die? Achso, kann man sagen, wo sind die denn alle? Bin ich der einzige Depp, der nach vorne stürmt? Und wo ist der Gegner? Ach, da hinten sonst her. Begrüßen wir sie doch mit einem Wurfgeschoss. Oder auch nicht. Gerade noch rechtzeitig gehört. Aber nein, nein. Zurück. Da habe ich doch mal direkt den Kopf verloren bei der Sache. Oh, ach, der bleibt da stehen. Oh, Mann, oh. Schön. Den Assist nehmen wir gerne mit. Aufhören. Das ist so eine mega geile Waffe. Bin ja mal gespannt. Ich habe ja im letzten... Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Moment, Moment, hier ist gerade ein bisschen hektisch. Ich habe ja im letzten Video die Ankündigung gemacht gehabt. Zu dem neuen Update, was rauskommt, hieß das nochmal Tenosian. Ich glaube, ich habe gar keine Energie. Ja, das Tenosian Update, ne, was am 12. Juni rauskommt. Wenn ich mich da nicht täusche, war es der 12. Juni gewesen. Und ich bin mal gespannt, was wir da an neuen Waffen bekommen. Für die, die das jetzt nicht mitbekommen haben, das neue Update ist mit einer neuen Fraktion ausgestattet, die so in so einer arabischen Fraktion wird das sein. Mensch, lass mich doch auch mal was tun. Und wir bekommen auch zum allerersten Mal Kavallerie. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie ihre eigenen Waffen mitbringen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da einen Kurzbogen bekommen. Also hier so einen Rekursivbogen. Vielleicht mit einer höheren Schussfrequenz. Aber mit weniger Durchschlagskraft eventuell als der Langbogen, den wir jetzt hier haben. Obwohl der Langbogen auch nicht sehr stark ist, aber irgendwie finde ich es aber auch gut, dass man den Bogen nicht so stark macht. Denn wenn du immer geone-shottet wirst, ist das auch nervend. Und ich könnte mir vorstellen, Krummsäbel, vielleicht doch so kleine Dolche oder so. Da bin ich gespannt drauf. Aber ein bisschen müssen wir noch warten, bis das dann halt rauskommt. Und ja, wenn es rauskommt, gibt es natürlich selbstverständlich ein Video dazu, wie ich das auch schon angekündigt hatte, dass wir uns das Update mal ein bisschen genauer anschauen, was es so alles beinhaltet, auch die neuen Karten, die drin sind. Und ja, dann gibt es natürlich die üblichen Videos halt dazu, ne? Ihr kennt das. Aber ich freue mich drauf. 12. Juni ist noch ein paar Tage, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Entschuldigung. Ja, den Kill hat da niemanden gegönnt. Wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich das auch und dann springe ich dann auch mal runter und gönne den Gegner das auch nicht. Obwohl sie dann, glaube ich, trotzdem gut geschrieben wird, wenn mir alles täuscht. Mensch, block doch nicht. Ach Leute. Wieso habe ich nur so ein Talent, meine eigenen Leute zu treffen? Und wieso wird immer mein Schlag abgeblockt? Hä? Es ist jetzt das dritte Mal, dass der Schlag nicht zu Ende geführt wurde, ohne dass da jemand geblockt hat. Was ist denn das für ein Kokolores?
Das Ding ist so geil. Es war jetzt, glaube ich, dreimal in Folge gewesen. Immer wenn ich ausgeholt habe, hat der aufgehört. Ohne dass der Schlag auch irgendwie nur geblockt wurde oder sonst was. Lag das vielleicht daran, dass ich keine Ausdauer mehr hatte? Oder hört ja auch nicht mit einem Schlag auf, oder? Das wäre ein bisschen Quatsch. Da hätte er gar nicht ausholen dürfen. Oh, hi. Ja, Talent. Ich geb's zu, das ist Talent, die eigenen Einheiten, eigenen Verbündeten zu treffen. Das ist jahrelang antrainiert, das Skill. Kann auch nicht jeder. Heiß. Not gonna work. Können sich wieder nur zu zweit wehren. Ist klar. Nur unfair. Ich brauche für das Highland-Schwert nochmal einen hübschen Skin. Kannst du den mal... Ich finde es auch ein bisschen witzig, dass wenn du in der Perspektive hat, das Schwert so... Ach ja, jetzt können wir es mal sehen. Nee, das geht so nicht. Der Skin... Ich brauche einen anderen Skin dafür. Ich muss mir einen neuen Skin dafür besorgen. Da habe ich schon mal so eine hübsche Waffe und dann... Warum wurde der Kill mir nicht sich gut geschrieben? Boah! Ah, Agatha sind auf jeden Fall Rudeltiere. Ich hatte mal so einen richtig coolen Skin gesehen gehabt für die Waffe in Gold. Ich wollte den Kill jetzt nicht klauen, ich finde das immer fies. Wenn es keine große Bedrohung mehr ist, dann denjenigen den Kill dann zu... Schon wieder im Rudel. Ah, Alter. Immer diese Rudelgegner. Diese Hooligans. Was ist denn da los? Steht's denn überhaupt hier? 14, 7, 8. Oh, jetzt juckt mein Auge auch noch, ey. Grüße gehen wieder raus an alle Allergiker unter euch. Moment. Ja, dann spiel ich halt nur mit einem Auge. Er hätte auch mal treffen können, ne? Ah, hier ist gerade sehr viel los. Mann, da wollte ich jetzt aber nicht hinwerfen. Verdammt. Entschuldigung. Ich bin neu. Das war knapp. Aber was wir werfen können? Der da. Gut. Wir treffen ist immer so eine Sache. Geben wir nochmal zwei Schlägel. Danke. Bitte. Ich sage, das ist Talent. Das ist Talent. Keep the gate shut! Defend the gate and the gatehouse! Wie die wieder alle im Rudel ankommen. Ah, mal gucken, was haben wir hier noch Hübsches? Nee, komm, wir bleiben dabei. Ich mag das Heilandschwert. Ich muss damit besser werden. Wollen wir so einen Kopf mal mitnehmen?
Okay, der liegt aber schon etwas länger da drin, ne? Ist ja eklig. Was ich mir auch noch als coole Waffe vorstellen könnte, wäre, wenn sie so eine Barbarenfraktion hier reinbringt. Danke. Wenn man so eine Barbarenfraktion hier reinbringt, die vielleicht nur leichte Rüstung mit sich bringt, also nicht hier so eine schwer gepanzerten, wie es hier dann teilweise gibt, müsste man natürlich sich überlegen, wie man das dann ausbalanciert. Und die dann mit Giftwaffen zum Beispiel kämpft, die dann halt so leichte Rüstung haben, dafür schnell sind, aber halt nicht viel aushalten, logischerweise. Ach komm, das halt eher so für ein Gerücht, dass ich dir nicht getroffen habe. Und, ja, die dann so mit leichten Giftschaden oder so kämpfen oder auch mit vergifteten Pfeilen oder das könnte ich mir noch gut vorstellen. Bewaffnet vielleicht so mit Steinschleudern oder so. Weiß ich nicht, das würde ich auch ganz cool finden. Oder wie gesagt, was ich nochmal gesagt habe, so eine nordische Fraktion, ne, könnte man auch später mal einführen. Also Möglichkeiten gibt es da. Aber ich bin ja schon mal froh, wenn das Update rauskommt. Also ich bin da echt gespannt drauf. Und freue mich vor allem zu sehen, wie sich das dann macht mit den Pferden. So richtig vorstellen kann ich mir das noch nicht, wie sich das dann einfügt. Ach komm schon, das ist doch echt lächerlich mittlerweile, was ich hier mache. Fette Sorry an mein Team. Mach mal ein bisschen Ausdauer sammeln, ne? Und ein bisschen Energie auffrischen. Geh mal hier hinter. Bring mal kurz mal Ruhe in den Körper. Ah, verdammt. Und wieder im Rudel. Ach, ich sag euch, ey. Der Gegner, das sind alles Rudeltiere. Niederlackenarm. Hey. Ja, jetzt wo ich gerade die Lanze da sehe, ne? Das wäre auch mal ein cooler Modus, Turniermodus. So ein Thjosten-Turnier. Ich glaube, Thjosten, hieß das Thjosten? Ich glaube, ne? Es war ja damals so dieses mittelalterliche Spiel, wo zwei Kavalleristen aufeinander zugeritten sind mit einer Lanze und dann, wenn die Lanze, glaube ich, zerbrochen war am gegnerischen Schild, hast du einen Punkt bekommen und wenn du ihm vom Pferd gestoßen hast, hast du, glaube ich, dann zwei Punkte bekommen oder so. Irgendwie gab es halt auch gewisse Regeln und so. Und das könnte ich mir auch vorstellen. Das wäre natürlich auch cool. Müsste man halt irgendwie überlegen, wie man das jetzt so integriert, so One-in-One oder so. Heiß, 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 heiß. Schnell wechseln, respawn mich. Wie soll es mich respawnen? Wieso hat das nicht geklappt? Ich hab doch K gedrückt. Aua. Mensch, ich hatte doch K gedrückt. Ja, dass du so ein Thjosten-Turnier halt hast, vielleicht so ein 5 gegen 5. Und dann halt, ja, also jeweils immer einer auf der Seite und dann reiten die gegeneinander und dann sammelt es halt Punkte oder so. Das könnte ich mir, das wäre schon ganz cool. Da müsste man sich ein bisschen überlegen, wie man das umsetzt. Das könnte ich mir gut vorstellen, so als, ja, Minispiel oder so. Könnt ihr mir vorstellen, dass es Leuten Spaß macht. Ich habe dafür wieder keinen Kill bekommen. Sag mal. Bist du deppert? Kannst du mich so erschrecken, Alter. Hey, da ist Tim. Hallo, Tim. Wenn ihr nicht wisst, wer Tim ist, das ist das Huhn. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund heißen bei mir Hühner Tim. Keine Ahnung. Wie steht's denn überhaupt hier? 23, 10, 15, 1700 Punkte. 4000 Punkte haben die Dudes da oben. Wow.
Geh weg! Ach, das ist blöd. Ja, ich konnte nicht mehr ausholen, ne? Gegen 4 ist das ein bisschen schwer. Ich hatte den einen Tag ein interessantes Match gehabt. Da wurde ich in das Spiel nicht gespawnt. Also ich stand zwar drauf, dass ich spawne, aber der Counter lief halt immer wieder von vorne los. Und jetzt renne ich den Typen hinterher, oder was? Ich habe dir gerade den Arsch gerettet, nur mal so. Bedank dich später bei mir. Und ich konnte dem Match nur zuschauen. Ich konnte die Klasse nicht wechseln, nichts, gar nichts. Es war auch mal interessant gewesen, das Match halt von oben zuzuschauen die ganze Zeit. Aber ich stand auf der Seite von den Masons. Also ich war da gelistet gewesen, halt mit 0 Punkten und allen drum und dran. Ja, so habe ich dann das Match. Nachdem ich dann festgestellt, dass ich nicht mehr joinen konnte, so nach 4 Minuten oder so, hatte ich mir überlegt, hättest du doch eigentlich aufnehmen können. Das wäre mal ganz interessant gewesen. Au! Oh Mann, jetzt verkacken wir es hier noch. Ja, es wäre vielleicht mal ganz interessant gewesen, weil man konnte richtig schön von oben Zuschauer mit reingehen und so in das Match. Das war gut. Zuschauermodus. So. Nennen wir es auch einfach beim Namen Zuschauermodus. Sag mal. Ich komme nicht mal rein und zack, instant tot. Also. Was ist das? Oh, mein Blatt. Ich mach sie alle platt. Mach du sie auch. Nicht platt, okay. Ein Kill würde ich gerne noch machen, Leute. Lasst mich rein. Lasst sie nicht durchkommen. Oh ne, die haben gewonnen. Ah, schade. Whee! Yippie! Komm her, du. Hol dir eine Pocke ab, du. Ah, schade. Haben wir nicht mehr geschafft. Oh, warte mal. Es sind ja nur 16 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, ja, lassen wir das Match gleich weiterlaufen, ne? 11, 19, okay. Ich dachte, es ging jetzt ein bisschen länger. Dann sind es halt 2 Matches heute. Ist auch gut. Oh ja, schön mit The Raid und Aberfell. Sehr gut. The Raid on Aberfell. Commence the Raid of Aberfell! The Masons must pay for the desecration of Gallancourt! Take the village! Conquer the Highlands! And destroy the heretics' ancient stones! Gavians, kidnap the peasantry and take possession of those pigs! Sind das Stahlseile oder warum reflektieren die so massiv? Sind wohl nicht aus Hanf. Hey! Ich habe mir das noch nie hinten so angeschaut. Hübsch. Jetzt haben wir alles gesehen. Ist ganz schön leer geworden, ne? Ja, noch eine Sache, die halt mit dem Patch dazu kommt. Das Spiel kommt am 12. Juni, wenn der Patch rauskommt, auch auf Steam. Uah, den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und das ist ja das, was viele sich schon lange gewünscht haben, dass das Spiel endlich auf Steam kommt. Und ich hoffe dadurch, dass natürlich dann deutlich mehr Spieler in das Spiel mit reinkommen. Kannst du da nicht hoch? Och, stell dich nicht so an.
Was ist passiert? Wo bin ich? Okay, ich wurde von der Wurfachse getroffen. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ja. Am 12.06. kommt das Spiel dann halt auch auf Steam. So, das wollte ich eigentlich nur erwähnen. Brennst doch, hör auf damit. Blockt. Ha! Frech. Hör auf mich zu trollen. Kann ich das auch kaputt machen? Bringt aber keine Punkte. Läuft gerade nicht so, ne? Oh, da ist er ja. Ab mit seinem Kopf. Komm mit. Die Punkte nehmen wir gerne mit. Spät gesehen, dass der aus der Ecke da kam. Ah, 1919? Not happening. Nein. Guck an, Masons sind auch Rudeltiere. Ja, das läuft nicht sehr gut für uns. Ganz und gar nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass er auch wirklich tot ist. Ich will mal hoffen, dass jetzt hier nicht so viele Gegner sind. Und wir müssen ja... Jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Wir müssen ja noch reichlich Sachen einsammeln, ne? Zwei Sachen müssten es noch sein. Das ist ja gar nicht mehr so viel. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Das ist doch noch ein bisschen mehr. Ich dachte, das wird höher gezählt. Na gut, das müsste jetzt aber eigentlich reichen. Das Schwein und das andere Schwein, das könnte dann reichen. Ach, den Bauern habe ich gar nicht gesehen. Sehr gut. So, jetzt... Immer noch nicht! Boah! Muss er hin? Hör auf damit! Bläh. Oh, Wasser. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da reingehe. Ob ich dann instant tot bin. Oh, komm Leute, noch einen Schwein oder einen Bauern. Der Fisch sah ja nicht mehr sehr lecker aus. Oh, doch noch ein Schwein einbauen. Dankeschön. Kann nicht sein, dass die Runde hier schon nach... Ist da eine Zeit drauf? Ne. Paar Minuten schon wieder zu Ende ist. Das geht ja gar nicht. Gut, das dauert jetzt ein bisschen, bis wir da hinten sind. Oh, letztens ist mir auch mal geglückt, jemanden mit einem Apfel zu töten. Ruh, das kommen alle. Ihr solltet halt den Turm verteidigen, nicht angreifen. Ihr spielt das hier völlig falsch. Geht wieder zurück.
Nein! Okay, also damit ist die Frage geklärt, was passiert, wenn ich das Wasser berühre, instant tot. Naja gut, mit so einer Rüstung, ne? Was wiegt die? 15, 20 Kilo oder so? Das weiß ich gar nicht. Also wenn wir über 10 Kilo, das zieht dich natürlich schön ordentlich runter, ne? Entschuldigung, ich wollte deine Leiche nicht schänden. Das machst du nicht normal, du. Ich sag ja, das ist ein verstecktes Talent von mir, meine eigenen Verbündeten instant zu töten. Oder zumindest zu verletzen. Da kannst du nicht mehr von Pech reden. Gut gemacht. Da kannst du nicht mehr von Pech reden oder Unglück oder so. Das ist ein verdeckter, unnötiger Skill. Ich will so einen Bienenkorb mitnehmen. Fast hier meine eigenen Leute getroffen. Oh, sind das viele Rote hier. Aua, 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 und ich hing fest. An dieser blöden Böschung da. Oh, solange die Lunte noch brennt, ist das gut. Gut, sie brennt nicht mehr. Aua, 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 Bienen tun weh, Bienen tun weh. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, wenn man von seinen eigenen Verbündeten verkloppt wird. Den nehmen wir. Ich hänge hier schon wieder fest. Stop it! Stop it, please! Vorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da auch schon wieder sofort tot bin. Alter. Er hat ja alles geblockt. Ist das Excalibur? Ich auch immer so cool. Aber immerhin zählt das nicht als Kill, oder? Nee. Oder? Hat das jetzt als Kill gezählt? Hatte ich nicht vorher 8 Tode? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich weiß noch, als die, als das Update frisch rauskam, und die wir alle zum ersten Mal die Map gespielt hatten und sobald der Turm gesprengt wurde, hast du so oder so verloren. Also, du hast die Bombe gesaved und hast dann... Und trotzdem ist der Turm explodiert und du hast dann dennoch verloren. Du konntest, glaube ich, nicht gewinnen. Das war schon sehr lustig.
Uah, heiß. Heiß, 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 Bienen, heiß, überall. Heiße Bienen. Lass das. Lass einen Bienenkorb haben. Schleichen uns jetzt hier mal an, stibitzen einen Bienenkorb und werfen den mal rein in die Meute. Kannst du schwer blocken. Es Aua! Da sind sie wieder, die Rudeltiere. Wer kennt sie nicht, die guten alten Rudelmasons? Jetzt hat er aber auch alle Waffen verloren. Machst du jetzt fertig? Hast du? Sehr schön. Das ist nice. Au! Ne, 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 ne. So, jetzt kommt immer so mit das Schwierigste, ne? Diese Steine. Also, wo ist mein Ach, da hinten, das habe ich gar nicht gesehen. Dann nehmen wir auch gleich so einen Bienenkorb mit. Genießen wir ein bisschen die schöne Landschaft hier. Wo will ich das jetzt deponieren? Kann das sein, dass die Bienen lauter werden? Irgendwie haben jetzt hier alle Heilandschwerter in der Hand. Ach nee, ist ein Großschwert, okay. ...6:11, das ist ja nicht sehr toll. Und so wenig Punkte auch noch. Ich hatte gedacht gehabt, dass ich eigentlich so im soliden Mittelfeld bin mit den Punkten. Falsch gedacht. Wir müssen auch ein bisschen Gas geben, ja. Au. Werden erste 5000 Punkte. Boah. Läuft bei dem. Nee, guckt euch mal meine Finger an. Was ist denn mit denen passiert? Die sind, glaube ich, alle gebrochen. Ist ja creepy. Ich kann das damit irgendwie ein. Nein! Ach man! Oh, das war ein schneller Spawn. Sag mal, wo kam das denn jetzt auf einmal her? Es läuft nicht gut. Nicht gut.
columns are down. Keep toppling them. Ja, wir müssen das jetzt schnell durchziehen. Hoppala. Selber, Enkel. Wir brauchen nämlich die Punkte. Tut sich da was? So, waren das jetzt alle? Nö. Ach, der große noch. Mal ein bisschen Energy drauf geben. Hey, wer hat mich hier runtergeschubst? Oh, sorry. Du warst so voller Marmelade, da dachte ich, du gehörst zu den Aces. Den Kill nehmen wir mit. Den Kill nehmen wir mit. Darf ich auch noch mitschieben? Mensch, lasst mich doch mal in Ruhe hier, Leute. Lasst mich doch mal den Stein umwerfen. Oh. The heretics' leaders are gathering in the stone circle. Kill them all. Schönes Leck gerade gewesen. So, jetzt haben wir ein paar Pünktchen gesammelt, aber immer noch zu wenig. Das ist eine enttäuschende Runde. Die Runde davor war deutlich besser gewesen, obwohl ich ganz ehrlich dachte, mit den ganzen Aktionen, die wir hier gemacht haben, dass ich deutlich besser dastehe. Mit diesen ganzen kleinen Sachen, ne, hier mal den Gegner bezwingen, da mal einen Gegner bezwingen. Aber nein. Na ja, gut, jetzt viel näher dran bin ich jetzt auch nicht gespawnt. Mal gucken, dass wir hier jetzt vielleicht noch ein, zwei Kills machen können. Ein paar Assists. Dann bin ich damit schon ein bisschen eher zufrieden. So ist richtig. Immer auf die eigenen Leute. Ach Mist, der hat sich bewegt. Jetzt hätte er erst gewusst, dass ich da es auf ihn abgesehen habe. Ach, schon wieder einen eigenen Mann erwischt. Ach, Leute, die rennen immer mein Schwert rein. Oh, oh, nicht die Waffe werfen. Das war jetzt unklug. Okay. Warte mal, den Helfer einmal hoch. Gib mir das mal. Gib mir das bitte. Schöner Treffer. Schade. Ey, da war mein Schwert. Nehmen wir das erstmal hier so lange. Schick. Der weiß, dass der was im Kopf stecken hat. Ja, was hält denn der aus? Hat jemand mitgezählt? War das jetzt der dritte oder vierte Tick? Teamkill in dieser Runde. Ich möchte mal betonen, dass ich das nicht mit Absicht mache. Nicht, dass jemand denkt, ich töte meine Teammates mit Absicht. Das ist halt auch ein bisschen so der Nachteil von dem Heilandschwert, weil wenn du einmal ausholst, das Ding hat ja so eine große Reichweite, da
ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du in so einem Getümmel deine eigenen Leute triffst. Und wenn die natürlich nur relativ wenig Energie haben, ja gut, dann sind sie halt am Boden, ne? Ah, noch getroffen. Hihi. Schön. Aua. Aua, hallo. Schon, beruhig dich doch mal. Bring Ruhe in deinen Körper. Nein, wir haben es nicht mehr geschafft. Aua. Alter, das hat doch wehgetan. Oh, geile Waffe. Will ich auch haben. Jo, Leute. Ich würde sagen, die erste Runde verlief deutlich besser, ne? Aber ist egal, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, das unterstützt mich sehr. Und wir gucken nochmal ganz kurz... Wie viele Kills haben wir gemacht? 12, 17. Gut, bin zufrieden. 32 bezogene Gegner. Ich denke, ich habe schon schlechter gespielt. Also, bis dahin. Macht es gut. Ciao.